Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 29.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir, oh, da sind mehrere ältere Items, Mistelelfin, Seeräuberin, Fernglas, Rückpaddler. Wir fangen mal auf der rechten Seite mit am Wasser gebaut an. Für mich ein super wichtiger Emote in Season 4.1 geführt worden. Für 200 V-Bucks, wir haben uns das Teil beide gegönnt. Jo, hier haben wir 4,18 von 5 bei 34 Votes am 18. Juni 2018, das erste Mal drin gewesen, 15. Mal, jetzt 94 Reminders. Weiter geht's mit dem Payback. Das ist die Rächerin hier. Finde ich persönlich ganz cool, die Lady. Für 1200 V-Bucks. Und die hat hier folgendes Voting. 4,26 von 5 bei 23 Votes am 17. September 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal jetzt. 18 Reminders. Das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her. So, weiter geht's jetzt hier mit Emoticle. Kann ich persönlich nicht so wirklich viel mit anfangen mit dem Teil. Für 300 V-Bucks, mein Fall ist es nicht. Hier haben wir 4,83 von 5 bei 6 Votes. 5. August 2019, das erste Mal drin gewesen, dritte Mal, 4 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 13. September, vor 77 Tagen. So, jetzt kommen wir mal langsam zu den richtig kranken alten Items für 500 V-Bucks, der Rückpaddler, schon Ewigkeit nicht mehr drin gewesen. Mega cooles Teil. Und da haben wir hier 3,39 von 5 bei 31 Votes am 15. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Sechste Mal jetzt. Das letzte Mal im Shop vor 150 Tagen am 2. Juli. Und weiter geht's mit dem Fernglas. In Season 8 eingeführt. Das war diese Piratensaison. Das war mega geil. Für 500 V-Bucks finde ich ziemlich lustig und cool. Ist auch schon seit Ewigkeit nicht mehr im Shop gewesen. Hier 4,75 von 5 bei 4 Votes am 28. Februar 2019. Das erste Mal drin gewesen. Dritte Mal jetzt. 7 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 1. März 2019. Vor 273 Tagen. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So, weiter geht's. Hier mit der Seeräuberin. Auch die Season 8 eingeführt worden. Mega geile Emote. Skin, sorry. Für 1200 V-Bucks haben wir dann noch diesen anderen Style hier. Wirklich cool. Und da hätten wir momentan beim Buccaneer 3,5 von 5 bei 18 Votes am 10. April 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das fünfte Mal jetzt. 18 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 173 Tagen am 9. Juni 2019. So, jetzt kommen wir zu, ja, haben wir schon so oft drin gehabt. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Pest, Geißel, Heroldsstab und Lampenlicht. Alles ziemlich coole Items. Gehen wir einfach mal ganz kurz die Benotungen durch. Wir haben hier Herald's Wand, 3,24 von 5 bei 21 Votes am 12. Oktober 2018. Das letzte Mal drin gewesen, 11. Mal. 16 Reminders, jetzt mal im Shop vor 66 Tagen. Dann haben wir das Lampenlicht, 3,33 von 5 bei 21 Votes. 14 Reminders, dann haben wir den Scorch, 4,39 von 5 bei 83 Votes am 12. Oktober 2018, das erste Mal drin gewesen, das 11. Mal jetzt, 154 Reminders. Und dann haben wir Black, 3,65 von 5 bei 71 Votes am 12. Oktober 2018, das erste Mal drin gewesen, das 11. Mal jetzt, 129 Reminders. Jo, jetzt kommen wir zu dem Set von gestern. Die Herbstkönigin. Die fand ich ja richtig, richtig nice, die Lady. Und die Pilzprügel. Schauen wir doch mal ganz kurz, wie sich hier die Noten entwickelt haben seit gestern. Wir haben den Pilzprügel 4 von 5 bei 5 Votes. 2 Reminders. Und wir haben die Autumn Queen. Da hätten wir 4,67 von 5 bei 9 Votes und 22 Reminders. Nun, jetzt kommen wir zu dem wirklich interessanten Item von heute. Es sind ja schon ein paar dazwischen. Mistelelfin, diese Lady, diese Elf hier war schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Shop gewesen. Season 7 eingeführt worden. Finde ich eigentlich ganz cool irgendwie. Für 800 V-Bucks
Gucken wir mal ganz kurz da in die Noten rein. Hier haben wir 4,19 von 5 bei 21 Votes. Am 21. Dezember 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal jetzt 44 Reminders. So, das letzte Mal im Shop vor 336 Tagen. Das ist fast ein komplettes Jahr her. Es war am 28. Dezember 2018. So, jetzt gucken wir ganz kurz hier mal in den Shop rein. Und jetzt muss ich ja noch eine Bewertung abgeben. Und diese Bewertung sieht folgendermaßen für mich aus. Wir haben hier aktuell 540 Love It's, 589 It's Meh und 1454 Hate It's. So, auf der rechten Seite Fernglas, Seeräuberin, erinnert mich an diese Piraten-Season, die war cool. Rückpaddler, geil. Am Wasser gebaut, für mich ziemlich cool. Auch hier Scourge und so weiter. Cool, Herbstkönigin, cool. Mistelelfin, ich freue mich, dass der Skin endlich auch wieder mal im Shop ist. Und deswegen kann ich diesem Shop nur ein Love It geben. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Benutzt unseren Creator-Code sofort, du gleich TTV, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Wären wir euch sehr dankbar. Ja, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder ist. Fortnite Daily Shop News. Wir sehen uns gleich.